Der Nachklang. Das Open-Air-Konzert auf dem Wiener Zentralfriedhof ist mittlerweile zu einer festen Größe der außergewöhnlichen Veranstaltungen in Wien geworden. Das eigentlich für Juni 2020 geplante Konzert musste aufgrund der Corona-Pandemie nun mehrmals verschoben werden. Nun war es aber endlich soweit. Ein Großteil der Gäste war wegen ihm gekommen und Wolfgang Ambros lieferte ab. Natürlich durfte die legendäre Hymne auf diesem Veranstaltungsort nicht fehlen. Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für Lebende ein ausnahmslos verboten. Weil der Tod eine Festheit gibt, die ganze Lage gelohnt. Da hätten Sie sich gedacht, dass Ihr Lied auch hier oft gespielt wird? Wie oft es da gespielt wird, das weiß ich nicht. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass sich jemand zum Begräbnis wünscht. Aber originell. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch passiert. Das werden wir nie wissen. Also ich wäre eine entsprechende Frage in Ihrem Namen weiterleiten an die Direktion. Bereits zu Beginn hatten sich rund 9000 Fans auf dem ehrwürdigen Areal eingefunden. Vor der eindrucksvollen Kulisse der wunderschönen Friedhofskirche zum heiligen Borromäus wurden stimmungsvolle Musikstücke verschiedener Epochen live dargeboten. Bereits zum 12. Mal ging das Konzert heuer über die Bühne. Das war damals, um die Leistungen der Bestattung Wien und Friedhof Wien hervorzuheben und auch der Sänger, der Friedhofssänger damals, die jetzt Festgang heißen, Werner City Brass, den Blasinstrumentenspielern, die auch bei Beerdigungen spielen. Und daraus hat sich diese Veranstaltung entwickelt. Das sind viele Menschen, die hier aktiv sind, über 700 Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass Trauer seinen Platz hat, aber so wie heute auch eine großartige Veranstaltung stattfindet und die auch das Leben erinnert, das uns doch wichtig ist und das wir zu gestalten haben. Für die Moderation konnte man heuer Karl Hohnlohe und Andreas Witasek gewinnen. Wie bereitet man sich da vor? Ja, seit Wochen schlendern wir hier herum. Wir alle Friedhöfe von Wien sind wir abgegangen, haben uns Gräber angeschaut, Inschriften angeschaut, haben natürlich Sekundärliteratur, wir haben ja beide studiert, Friedhofswissenschaften und haben uns ein bisschen drauf eingelassen. Nein, wir haben es ja schon einmal gemacht, wir haben das einfach noch einmal aufgefrischt. Das eigentlich für Juni 2020 geplante Konzert musste aufgrund der Corona-Pandemie mehrmals verschoben werden. Dass man schlussendlich in den September ausweichen musste, nahm man aber gerne in Kauf. Naja, ganz klar, wir wollten den Wolfgang Ambros bei uns hier am Zentralfriedhof präsentieren. Und ich muss sagen, das Wetter gibt uns recht, es auch hier im September zu machen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass das Konzert trotz Covid stattfinden kann. Deine Augen so blau, wie einst der Mauer zielte, du Blume aus dem Gemeindebau. Gemeinsam mit der Original Austria 3 Band mit Uli Bär, Gary Lux, Harald Fendrich und Harris Stampfer trat Wolferl erstmals als Wir plus 1 auf und brachte einen Klassiker nach dem anderen. Wie makaber ist es denn, auf einem Friedhof ein Konzert zu geben? Meine Güte, ich finde es einfach toll. Wenn ich bin ja früher, wenn man am Ansabandl, also wenn man bei der Westautobahn reingefahren ist, ist gestanden ein Schüler, Wien ist anders. Das wird heute wieder bewiesen. Wien ist wirklich anders. Da können wir dazu vollkommen stehen. Das Konzert steht heute unter dem Titel Nachklang. An was denkt man da oder was bedeutet es für Sie? Ja, ich denke mal, man hat hier an die Akustik gedacht, weil man hat gerade gehört, der Paukeneinsatz hat einen ziemlichen Nachklang.
das ist erst einmal gelesen, ob Nachklang, habe ich das erste eigentlich doch an den Nachschlag. Das ist für mich ungefähr das Gleiche, nur dass es halt nicht akustisch ist und dann was zu haben. Aber ja, Nachklang ist für mich eigentlich noch gleichzusetzen mit Nachschlag, ein schöner Nachschlag. Zum Nachschlag am Ende gab es noch I'm from Austria als Zugabe. Das rundete so einen gelungenen Konzertabend geradezu perfekt ab. I am from Austria. Dankeschön, lieben herzlichen Dank.